Also jetzt bestimmt ein spannender Lauf zwischen Georg Fleischau und zwischen Jonas Hansen. Und mit der 86 Georg Fleischauer deutlich vorn. Dann Jonas Hansen. Jawohl, Georg Fleischauer, der sieht richtig gut aus wieder. Souverän in der Kurve in diesem ersten Lauf. Wir haben hier noch einen zweiten Lauf. Dann jetzt kommt Jonas Hansen ein Stück ran. Und gleich auf die letzte Hürde Georg Fleischauer. Und da ist er im Ziel. 36,5 inoffiziell. Also, das ist eine spannende Geschichte gewesen zwischen